Da stehen wir wieder alleine nach deinem dummen Unfall. Tod. Und sowas. Stehen wir hier. So, das Gewehr baller ich auch leer. Passt das denn? Ja, passt. Warte, kann ich die eigentlich noch verschieben oder so? Damit ich davon... Tatsächlich. Hehe. Leck mich doch wieder am Arsch, ey. Da hab ich... Boah. Nein. Runter mit dir. Ich will was testen. Nein. Ja, ich freue mich das Viech wieder an. Bitte nicht, jetzt der. Testen wir nochmal aus. So. Ah, dann kann ich nämlich da drüber steigen. Hi. Hoffe ich doch. Perfekt. Jetzt bin ich schon ziemlich am Arsch. Passt aber. Aber warum Jail uns nicht geholfen hat, ist kacke. Das werde ich mir später nochmal durchlesen müssen, also. Wieso kam Jail nicht, um uns zu retten? Ist es dann eigentlich notwendig, dass ich den Raum aufmache, wenn ich es nicht kann? Wahrscheinlich nicht, der. Zieht Leine. Ah, gib mal her. Ich meine, wir verstehen das doch jetzt. Ist doch sogar für Dummies aufgeschrieben. Aber nein, ich kann damit nichts anfangen. Schrott ist das. Richtiger Schrott. Ah ja, da muss ich hin. Ah, sie leben noch. Ah, sie sind wütend. Lass mich in Ruhe. Die Killerbienen. So, jetzt habe ich meine Ruhe. Nimm mich gerne mit, ja. Und jetzt in diesem Moment frage ich mich, wieso habe ich das getan? Jetzt kann ich nochmal zurücklaufen. Ich habe das Köpfchen. Ja, ja. Ich weiß, sagenhaft. Und dabei war ja von Anfang an aus klar, dass dieses Spiel Platzmangel hat. Ich meine, als Jill hat man zwei mehr, glaube ich, acht. Verstehe ich zwar nicht. Aber dafür können wir Leute verbrennen. Ja. Oder kann die das auch spielen? Ha. Ich weiß gar nicht mehr. So. Nochmal den ganzen Weg. Ehrlich. Toll. Ja, runter, danke. So, klopf, klopf. Chris is back. Chris is back in Residence House. Ba, ba, da, 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 da. Wo sind die Gegner? Ach ja, hier ist ja nur diese riesen hässliche Kackpflanze, die mich immer anspucken muss. Mir fällt gerade auch ein, ich habe das rote Kraut verschwendet. Obwohl, nö, eigentlich verschwendet nicht. Ich kriege ja gleich blau.
Grün. Du bist hässlich. Das wissen wir alle. So. Eigentlich hätte ich auch mal gerne so ein Spiel, was dir auch später die Möglichkeit gibt, diese Punkte so zu sehen, so überschneidenmäßig. Ja, es bringt mir ja so nichts. Weil ich davon dann nichts verstehen tue. Ups. Blub. Hä? Ja. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Einfach rausreißen. Simsalabim. Warte mal, ich kann ja jetzt mal gucken, ob ich nicht direkt den Schlüssel kriege. Ja. Warum ist da kein Schlüssel? Ach komm schon. Jetzt spuckt die mich direkt an. Ja, hau mich noch. Oh, ich bin auch schon lebensgefährlich. Wow. Get back. Wow. Das war's für mich. Nein, ich lebe noch. Hey. Jetzt spuckt sie mich direkt an. Habe ich es geschafft? Die holt sich gerade wahrscheinlich. Und das war auch schon wieder unser Tod. Hey. Wunderschöner Tod. Hey, ja. Schön. Erstmal die Nähe, wenn ich alles genommen habe. So, hier mache ich auch keine Umänderung. Ich kann mich mal das Pflanzenviech. Ich meine, ich hätte das jetzt rausschneiden können oder so, aber... Nee, das gehört zum Let's Play dazu. Meine Frustration jetzt gerade auch so ein bisschen. Mist, ey. Kackfische. Ekelhaft. Hey, den Part kann ich bestimmt im nächsten Speedrun. Dam. Ich kotz gleich, ne? So. Boah. Ja, komm, ich. Ich geb mir den. Ach, komm. Ah, ne, die Riesenpflanze kann ich ja gar nicht angreifen. Wie viele Angriffe der Bienen brauche ich? Oh, jetzt bin ich verletzt. Wie sieht so ein Tod der Bienen aus? Ich höre mich mal einfach nicht. Warte mal, kann ich hier auch einklappen? Nein. Gebasht. Hehe. Können die mich überhaupt töten? Joho.
Das sieht aber niedlich aus, wie mich einen pieken. Tötet mich. Zumindest habe ich gleich herausgefunden, dass Bienen mich nicht töten können. Vergiftet. Also sie können mich vergiften, aber ich sterbe nicht. Hallo? Hört mich jetzt. Dann laufe ich halt so rum und gucke, ob ich nicht vom Gen sterbe oder was weiß ich. Oder ob ich überhaupt sterben kann. Sonst muss ich die Pflanze hier gleich tun. Vielleicht huste ich gleich oder verwandle mich. Oh, das wäre geil. Wenn ich mich verwandeln könnte. Aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von diesen Bienchen im Blümchen. So, komm Pflanze, töte mich, reiß mich in den Tod. Das. Ach komm, nö. Hab ich gar keinen Bock drauf, ne? Ich will jetzt sterben. Schlangen vielleicht. Da müssen es die Hunde tun. Ja, Schlange, komm. Ja, greif mich an. Was ist mit euch? Haben die kein Interesse oder so? Komm. Ich töte euch alle. Ja. Wie schafft man mich nicht töten? Ich glaube. Tausend Arten nicht zu sterben. Schlangen, Spinnen, Pflanzen. Wo ich bei der Ranke ja noch verstanden hätte, dass sie mich töten kann. Raben können mich töten. Hä? Ist das jetzt eine Andeutung auf diesen Anführungszeichen Horrorfilm, Angriff der Raben, Krähen da. Ja. So lernt man auch was von dem Spiel. Wenn man sterben will, stirbt man nicht. Wenn man gerade so weit ist, dass man überleben tut oder so, ja. Das raus. Die Munition brauche ich. So, wenn ich das Gewehr mitnehme. Brauche ich die ganze Schuss? 16 Schuss, ach, das wird reichen. Jetzt habe ich eigentlich den Drang, mich einfach von den Bienen so lange zu... Daraus könnte ich so... Ich weiß nicht. Endlos Schleife machen lassen. Gucken, wie lange das dauert. So. Vielleicht können sie ja doch einen töten. Vielleicht ist das Gift dann so stark. Und jetzt zack, ein Bienenstich, bin vergiftet und sterbe. War alles nur ein Bug. Dum, dum, dum. Bait. Also, ich muss mir erstmal wieder das Ekelpakete-Zeug holen. Er hält etwas fest? Ja. Diesmal kann ich es auch nehmen. Die eine Biene bummt die Wand. Nein. Jetzt haben wir nicht mehr geöffnet. Hast du Glück gehabt. Sonst hätte ich dich jetzt umgebracht. Ist mir egal, ob ich Schuss verschwende. Aber dich hätte ich bis in die Hölle gepumpt. Erst wegen Pumpke. Warum kann ich dieses fette Spray eigentlich nicht gegen die Spinne benutzen? Genau, weil ich sonst nicht an den Schlüssel drankomme. Ja, ihr drei könnt auch reingehen und sterben. Klar. Dafür hätte ich gerne auch mal den Sound gesehen, wie der gemacht wurde. Also der alte. Falls der nicht remastered ist. Jetzt hole ich mir erst den Schlüssel. Ja. Weil ich habe ja dazugelernt.
Weil wenn ich jetzt Munition nehme, habe ich wieder keinen Platz. Und dann gehen wir auf den Sack. Ja. Dann nehme ich das rote Kraut, weil das meine Heilkräfte boostet. Und dann? Ja, dann nehme ich die Munition. Kombinieren, kombinieren. Blockiert. Nah. Könnte, könnte. Hallo? Brauche ich nicht, danke sehr. Ja, ich bin so dumm für Chemie. Behauptet das Spiel. Also ich glaube, das hätte jeder von uns drauf gehabt. Natürlich, dass da oben von dünnen Oberarmen kommen dicke Unterarme. Tada! Die Hand geht da so am Ende des Bildes immer unter. So, mein Freund. Du und ich hatten ein Problem, habe ich gehört. Ich muss gegen dich alleine kämpfen. Spuck mich jetzt nicht direkt an. Wow. Oh, Mist, wie ich. Ist doch nicht dein Ernst. Das knallt mich einmal runter und ich bin direkt verwundet. Mhm. Mach schon die Luke zu. Jetzt kannst du sie ruhig wieder aufmachen. Ist mir egal. So, jetzt passiert da irgendwas Dramatisches oder was weiß ich. Warum nehme ich eigentlich auch so dicke Wunde gerade? Mach schön zu. Ja. Was? Na, endlich. Hab ich gesehen, brauch ich nicht. Haha, ich muss mir angucken. Pollen, überall Pollen. Ah, mit Warnung kann ich gerne rausgehen. So, und jetzt, warum ist da der Hausschlüssel drin? Ich verstehe es nicht. Naja, lassen wir mal so stehen. Nicht erschrecken, ich bin's. Nur ich. Ja, was geht? Falsche Richtung. So, daran erinnere ich mich so. Bei Teil 4 gibt's ja auch die Stellen, wo dann am Ende diese Viecher rauskommen. Und einen Befall. Nein, nein. Oh, ich hab's mal geschafft, ohne dass das Viech mich, umhaut. Wegklatscht. Was auch immer mit mir machen. So. Leere Schrotflintenmunition hier hin, ja. Die da mitnehmen.
Brauche ich den? Nee. Die mache ich so jetzt ganz schnell leer. Was war das pro Viech? 2 Schüsse, glaube ich. Und ich kann hier noch nicht abschließen, weil mir hier noch Sachen fehlen. Aber da ich ja hier noch mal hinkomme, brauche ich nur das grüne Kraut mitnehmen. Residenz, hier würde ich nie im Leben hingehen, wegen der Residenz. Das kann noch so schön aussehen, wie es will. Aber nee, noch reicht das nicht. So, hier muss ich auch gegen die Köder, glaube ich, nicht kämpfen. Brauche ich jetzt mal nicht. Naja, bleibt mal schön liegen. Oder mach ein Nickerchen, was weiß ich. Ich fahr hoch. Bye bye. Ist mir egal, ihr Schlangen. Obwohl. Ja. Mich vergiftet in den Haut. Ja. Warnung! Was ist denn hier auf einmal los? Dann will man sterben? Nö. Dann will man nicht sterben? Jetzt bin ich kritisch. Nö. Fickviecher. Junge, hässliche. Mhm. Warte mal, da kriege ich gleich ein Erste-Hilfe-Spray, was ich nehmen kann. Ja. Lass die beiden Kräuter noch da. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Und wenn man Munition für seine Schrotflinte kriegt, was bedeutet das immer? Genau, man braucht sie und benutzt sie auch wahrscheinlich. So, her damit. Ja, ja, ja. Damit sie entkommen können. Ja, wo Jill ist, würde ich gerne auch mal wissen. Werde ich aber wahrscheinlich erst... Wann weiß ich? Ich meine, ich habe eine Riesenschlange schon vertrieben. Ich habe schon eine Riesenpflanze geschlachtet. Ich habe hier irgendwelche Ekelviecher angegriffen und umgeklatscht und was weiß ich. Also, ich weiß nicht, wann Jill auftauchen will. Oder Wesker. Ich meine, der kommt genau... Nachdem ich so eine Pflanze besiegt habe. Rebecca sieht ja auch nicht. Ha. Jo. Komm her, steh auf. Ach, wegen. Du. Wegen dir bin ich jetzt in Warnung wieder. Und das eine Viech springt auch runter. Respekt. Nein. Ja, ist klar. Ja, was ist denn? Muss ich jetzt immer warten, bis sie... So, speichere ich erstmal hier. Bevor ich wieder irgendeine dumme Tat mache. Die ich mir gut vorstellen kann. Verbannt her, ja. Das ist eine alte Schreibmaschine. Sie haben nur noch ein Farbband. Wollen Sie dies hierfür verschwenden? Jupp. Yep. Mach jetzt ein drittes auf. Der hätte mir auch gerne wieder neue Munition da reinlegen können. Also das gegen die Wand schieben bringt schon mal nichts. Und gut, dass der Schlüssel nicht nur für ihr reicht.